Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play Caesar 4. Hier hat gerade der Blitz eingeschlagen in die Kantine. Okay, alles klar. Die Frage ist, ob ich diese Kantine überhaupt weiter versorgen soll. Weil wir haben ja gerade in unserem Berater gesehen, dass eigentlich keine Gefahr verfügbar ist. Also im Moment sind die Finanzen unserer... Die Patrie... Bei so einer... Im Augenblick sind keine feindlichen Bedrohungen der Stadt bekannt. Keine Gefahren für die Stadt... Das heißt, eigentlich könnten wir hier sagen, stilllegen, stilllegen. Rum verlangt Nutzholz. Okay. Ziel 100. Wow. Okay. Das heißt, deaktivieren, deaktivieren. Das hat jetzt schon wieder der Blitz eingeschlagen. Und hier müssen wir Nutzholz wieder verbieten. So, wie sieht es hier aus? 13 Holz. Das ist ja auch so wenig im Vergleich zu dem, was wir eigentlich jetzt liefern müssen. Das heißt, wir bauen hier auf jeden Fall nochmal ein zweites Lagerhaus hin. Wo bitte nichts reinkommt außer Holz. Eventuell noch Eisen. Noch ein paar mehr Holzfäller bauen. Wahrscheinlich wäre das klug, ne? So viel, wie wir hier brauchen. Wir können es nachher dann ja noch gut verkaufen. Denn da gibt es auf jeden Fall eine Handelsroute, die das möchte. Ich klicke ja immer wie wild einfach rum. Ich lerne hier nie, welche Menüs wo sind. Ein Holzfällerlager könnte man hier nochmal bauen. Aber bauen wir es lieber hier hinten, glaube ich. Oh, hier ist überall der Berg im Weg. Hm, das ist ärgerlich. Hier sind auch nochmal Steine. Aber gut, so sollten wir noch ein paar Holzfällerlager errichten können. So, so viel Holz, wie wir hier benötigen, sollten wir hier durchaus viel auch nutzen. So, überall kommt jetzt Holz und Eisen an. Waffen wir jetzt erstmal nicht mehr, weil sie ja stillgelegt sind. Eisen exportieren wir, glaube ich. Ja. Holz nicht. Ich will keine weiteren Waffen für Kohorten. Ich habe das doch alles extra stillgelegt. So sollten wir auch definitiv jetzt genug Nahrung haben, oder? Aber hier steht auf jeden Fall auch irre viel Nahrung rum. Wir wollen aber eigentlich Luxuswaren haben. Ja, dafür habe ich gerade ein bisschen wenig Geld. Was ist denn eigentlich Holz? Ist Holz eine Luxusware? Die Möbel wären das, die Verarbeitung. Aber wir brauchen ja erstmal das Nutzholz. Um hier den Auftrag zu erfüllen. Im Augenblick... Wie sieht's aus mit Rom? Die Nahrungsbestände unserer Stadt sind sehr niedrig. Es sind Handelsrouten verfügbar, die unserer Stadt zum Vorteil gereichen würden. Holz 30 eingelagert. Okay, machen wir mal das Hamstern. Der kulturelle Standard in unserer Stadt muss verbessert werden. Kultur und Wohlstand müssen wir auf jeden Fall noch erhöhen und das Ansehen. Aber um das Ansehen zu erhöhen, brauchen wir halt erstmal das Holz. Ich weiß gar nicht, wie viel Holz insgesamt überhaupt gelagert werden kann. Ich glaube, zu wenig. Ich glaube, wir müssen ja auf jeden Fall noch ein Lagerhaus haben. Hin, ne? Okay, doch, hier würde noch was hinpassen. Fehlt nichts außer Nutzholz. Also 100 ist ja auch extrem viel, ne?
zack, 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 zack. Was rum erfordert. Ich glaube auch schade, dass wir das jetzt natürlich erstmal nicht exportieren können. Aber immerhin können wir Gold exportieren und wir können Eisen exportieren. Das sollte dann hoffentlich auch klappen. Und wir sollten davon noch Geld bekommen. So ist zumindest der Plan. Werden wir gleich sehen, ob sich das so bewahrheitet. Kommen wir mal gut Holz an. Allerdings wird hier auch viel gefällt. Ich hoffe, dass das sich alles wieder aufforstet, dass wir hier nachhaltige Forstwirtschaft betreiben. Das ist ja immer so die Frage. Eisen könnten wir definitiv auch nochmal mehr machen. Gibt eine Mine jetzt hier zwei, zu zweit eine Mine. Und hier unten wäre noch mehr auf jeden Fall möglich. Die Frage ist, wir haben eigentlich schon zu wenig Arbeitskräfte, ne? Ja. Ich will aber jetzt auch nicht wieder die Arbeitskräfte erhöhen, weil ich weiß, wie viel Nahrung wir haben. Eigentlich müsste hier schon noch was gehen. Komm, machen wir nochmal. Ist natürlich überhaupt nicht attraktiv. Zack. Aktivität ist zu gering. Das werden wir gleich nochmal sehen. So, wir haben auf jeden Fall gerade wieder was verkauft. So viel Geld, wie wir gerade wieder bekommen haben. Dekoration. Erst einmal haben wir hier hinter eine große Hecke. So. Jetzt haben wir kaum noch Geld. Machen hier mal schön Plätze vor. Da oben rennt es schon wieder. So, dann soll euch das doch mal genügen. Jetzt haben wir kaum noch Geld. Absolut kaum noch. Aber hier ziehen jetzt Leute ein. Braucht, glaube ich, auch noch mehr Ton. Beziehungsweise dann noch andere Sachen. Oh, jetzt brennt das Lagerhaus. Ich hoffe, ihr löscht das schnell, bevor unser Holz hier alles ausbrennt. Die liefern erstmal schön weiteres Holz an, während das Ding brennt. Alles klar. Für das Prestige unserer Stadt müssen es die Nahrungsbestände unserer Stadt sind sehr niedrig. Rom sieht ihre Bemühungen als mittelmäßig an. Ein Jahr, ein Monat, eine Woche und wir haben 55 vorrätig. Okay, das dauert also noch eine Weile. Wir wollen keine weiteren Kohorten ausbilden. Zack, überall hier Holz einlagern. Forderung nach Waffen. Oh, Caesar. Okay. Machen wir mal eine offen. Das muss aber reichen erstmal. Das macht mir nichts aus, als ungelernter Arbeiter zu gelten. Aber dieser Hungerlohn nervt. Es fängt schon wieder an zu regnen. Wo sind wir denn hier in Rom? Aber wir sind gar nicht in Italien, ne? Wir sind, glaube ich, in Südfrankreich. Aber in Südfrankreich geht es auch nicht so häufig. Was ist denn das hier? Oh, das hat eigentlich Luxuswaren. Sein Marktplatz ist definitiv mal extrem voll. Thema. Also Nahrungsmittelbestände, daran soll das jetzt erstmal hier nicht scheitern, wie es aussieht. Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Geld verdienen und wir müssen hier mehr Holz haben. Und bald dann auch Waffen. Wie lange haben wir denn hier Rom sieht ihre Bemühungen als mittelmäßig an. Also hier haben wir noch ein Jahr und eine Woche, das schaffen wir. Und hier haben wir noch 11 Monate und eine Woche. Okay, das ist gar nicht so viel. Würde ich fast sagen, wir müssen hier
Eigentlich haben die noch genug Eisen. Aber dürft ihr auch wieder produzieren. Eigentlich sollten wir trotzdem genug Holz hamstern können. Mal rennt hier jemand brennt umher. So, wie viel können wir denn überhaupt noch in diese Lagerhäuser packen? Ich glaube, Maximalkapazität wären 25, ne? Ne, 30 vielleicht sogar. Ja, 30 werden es wohl sein, wenn hier noch zwei Waffen drin sind. Können bestimmt... Wobei... Kann man das irgendwo sehen? 32 gehen also. Reicht das? 32. Warte, machen wir hier mal eben gerade nur Zolls hier. Okay. 32. Dann sind hier ungefähr 30 drin. Dann haben wir nur 60. Das reicht nicht. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen mehr. Ein Lagerhaus. Okay. Wir haben inzwischen wieder genug Geld für ein Lagerhaus. Darf ich das über Holz bauen? Nee. Darf ich hier einen Weg hinsetzen? Einigermaßen jedenfalls. Zack. Fehler alles auf Null. Außer Nutzholz. Eigentlich müsste ich jetzt eins machen, wo ich nur Waffen und. Komm, das machen wir auch. Lagerhaus. Das würde ich gerne aber dann hier hinsetzen. Vielleicht. Zack. Fehler alles auf Null. Und hier darf Eisen rein und hier darf Waffen rein. Und hier wollen wir bitte keine Waffen mehr haben und auch kein Eisen. Also dürfte das gleich ein bisschen umtransportieren. Und hier will ich eigentlich auch ganz gerne nur... werden wir schon irgendwie hinbekommen. So. Imperium? Nee. Berater. Rom sieht ihre Bemühungen als mittelmäßig gut, an. Ausliefern. So, das haben wir geschafft. Forderung nach Waffen noch nicht. Warum haben wir denn so wenig Waffen eigentlich? Wahrscheinlich, weil wir noch hamstern, ne? Wir können jetzt auf jeden Fall mal schnell sagen, wir wollen viele und zwar als Verkauf so viel wie es geht. Und unbedingt Rom Berater. Sieht ihre Bemühungen als mit... Es sind Handelsrouten verfügbar, die unserer Stadt zum Vorteil gereichen würden. So, ihr produziert dann jetzt hoffentlich bald vernünftig Waffen. 4 Stück sollten wir haben. Wir wollen unsere Kohorten nicht ausstatten. Ich hoffe, dass er das nicht macht. Waffen. Ja, das sollte jetzt klappen. Hier wird wieder Holz fleißig abgelegt und ich hoffe, das wird auch fleißig verkauft. Wir können nochmal gucken. Also ich würde jetzt mich eigentlich ganz gerne darum kümmern, dass wir nochmal unsere Standard- bzw. unsere Luxuswaren hier vergrößern und eventuell auch noch Standardwaren. Das heißt, eventuell jetzt auch mal Möbel daraus machen. Ich glaube, das wäre sogar sinnvoll, so viel Holz, wie wir hier eigentlich bekommen sollten. Da können wir zwar ein bisschen was exportieren, aber ein paar Möbel wären vermutlich auch nicht schlecht. So, machen wir hier mal einen Kreis raus. Das gefällt mir sowieso besser. Möbelfabrika. Brauchst du nur Nutzholz. Ich mag es ja überhaupt nicht, so Platz zu verschwenden, ne? Aber egal. Zack. Lagerhaus. Okay. Das heißt, jetzt brauchen wir doch wieder welche, oder was? Es sind Handels... Es liegen Berichte über feindliche Streitkräfte vor. 3 Monaten vor, oder weniger werden Feinde nähern. Ankommen. Dö.
Das heißt, wir dürfen jetzt hier erstmal wieder neu anwerben und wir werden gleich zu wenig Waffen für Caesar haben. Und ich kann mich auf gar keinen Fall für 2000 freikaufen, weil so viel Geld habe ich nicht. Das könnte böse enden. Weil bis hier genug angeworben sind, das dauert ewig. Was war das denn für ein Geräusch? Tja, das könnte sich noch rächen. Ja, hätte ich da mal nicht drauf gehört. Ich habe halt gedacht, weil das da stand, dass wir nicht mehr... dass keine Gefahr besteht, dass das für immer so ist. Aber okay. Gut zu wissen, dass das nicht so ist. Ich hoffe, wir überleben es hier trotzdem. Ich weiß nicht, wie viele Plünderer da auf einmal dann kommen. Zwei Soldaten haben wir bisher. Da sind sie. Zuversichtliche Gallia. Ja, aber ich habe halt nur 100, ne? Ja, das wird blöd werden. Das sind 20 Stück. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Ja, werdet ihr leider auch tun. Muss man mal ganz ehrlich so sagen. Lasst euch noch ein bisschen Zeit, bitte. Was uns Gallia nicht umbringt, macht uns nur härter. Kommen da jetzt noch welche oder kommen so lange keine neuen mehr dazu? Ich hoffe ja ein bisschen, dass hier noch irgendwie zumindest ein paar dazu kommen. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Der Ruhm gebührt nicht mir, sondern Rom. Tötet sie alle. Die Götter können sie dann aussortieren. Der Ruhm gebührt nicht mir, sondern Rom. Unausgebildet, nicht erprobt. Sterbt, römische Hunde. Geht zurück nach Rom. Man muss nicht verrückt sein. Warum kann ich die jetzt eigentlich nicht auswählen? Aber es hilft. Zermalmt unsere Feinde. Zermalmt sie zu Staub. Und darf ich nicht schicken? Das ist nicht nur Arbeit, es ist ein Abenteuer. Wurde zum Vorzug. Ihr Ohren. Könntet einfach aufgeben. Das wäre einfacher. Tötet sie alle. So die Götter können sie dann aussortieren. Nee. Ja, was machen wir denn jetzt? Was uns nicht umbringt, macht uns nur härter. In Permoveo. Ich hoffe, dass jetzt hier irgendwie noch neue dazukommen. Bitte, Leute. Der Feind ist da. Durch die. In unserer Stadt gibt es. Das ist ja nicht so gut, ne? Für das Press. Rom sieht ihre Bemühungen als mittelmäßig an. Warum haben wir eigentlich nur so wenig Waffen vorrätig? Wir haben doch hier Waffen liegen, oder nicht? Oder sind jetzt alle wieder abgezogen? Arbeit, Arbeit, Arbeit. Mein Kind braucht ein paar neue Sandalen. So, wo sind die Gallia? Da unten. Also eine Legion hätte halt gereicht. Ich hätte die am Anfang nicht verkaufen dürfen. Dann wäre vielleicht da noch was drin gewesen. Nicht vergessen, das ist nicht nur Arbeit, es ist ein Abenteuer. Fliegen die ersten Feuerspeere auf unser Lagerhaus im Zeitlupe. Forderung nach Waffen, erste Warnung. Ja.
Halt, zwei können halt auch nichts ausrichten. Reißt jetzt unser Theater ein? Mein schönes Theater. Warum greift nicht vergessen, an eigentlich? Das ist nicht nur Arbeit, es ist ein Abenteuer. Naja, 2 gegen 20, das ist eine Übermacht von plus, also mehr als das Zehnfache, also genau das Zehnfache. Schmerz ist nur Schwäche, die den Körper verlässt. Ja, greift sie jetzt doch an. Wir warten morgens länger in einer Reihe als die meisten Leute den ganzen Tag. Ja, ne? Das läuft nicht so gut für uns. Ich finde das schön, dass die extra hier außen um den Weg rumlaufen, damit sie unseren Weg nicht so verschandeln. Das Theater ist vollständig niedergebrannt. Unsere Legion ist tot. Und die haben alle überlebt. Tja, ich weiß nicht, was wir jetzt machen müssen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt hier die Mission nochmal neu starten. Ich möchte darauf jetzt hinauslaufen. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwann zurückziehen, aber ich tue es fast nicht. Und Geld bekommen wir auch keins mehr und dann ist gleich Rom auch noch wütend. Naja, ich würde sagen... Wir lassen mal den Mob hier durch unsere Stadt ziehen. Und in der nächsten Folge fangen wir diesen Turm noch wieder von vorne an. Denn so ist das, glaube ich, ein bisschen schwachsinnig. Tja. Da habe ich mich dann doch durch dieses Menü ein bisschen täuschen lassen. Zieht ihr jetzt ab? Die sind abgezogen. Wenn wir es schaffen, unsere Stadt hier noch zu retten, dann ist vielleicht noch was drin, aber... Nee. Wir sehen hier, wie viel hier einfach schon kaputt gebrannt ist. Das heißt, wir müssen das auch alles abreißen. Wir haben 23 Denare zur Verfügung. Es gibt eine noch ausstehende Forderung, die bald erfüllt werden muss. Ich würde sagen, beim nächsten Mal fangen wir diese Mission nochmal von neuem an und werden dann hoffentlich erfolgreicher sein. Ich hoffe, euch hat diese Folge trotzdem gefallen und schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken, hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.